glaube, wir sind nicht mehr bei Litwick. Da sind wir mal ganz sicher nicht, Kumpel. Wir sind im Internet. Komm mit, Ralf! Junge, Junge, hier ist ja was los. Wow, das ist das Allerschönste, das ich je gesehen habe. Aber das ist so super riesig, das nimmt überhaupt kein Ende. Wie sollen wir da jemals dieses eBay finden? Ralf, ganz ruhig, keine Sorge. Ich bin sicher, irgendjemand kann uns den Weg dahin zeigen. Oh, siehst du den Eierkopf da? Der hat so einen schlauen Leutehut auf. Ich wette, der kann uns helfen. Komm mit. Oh, guten Tag, Sir. Interessant, Sie haben gar keinen Suchverlauf. Nun gut, dann legen wir einen an. Wobei kann Alleswisser Ihnen helfen? Armenien, Armbanduhr, Armageddon. Was? Wassermelone, Wasserrutsche, Wasabi. Granatapfel, Grippewelle, Gruselfilme. Ich glaube, der Eierkopf war nicht lang genug im Eierkocher. Der ist doch weich in der Birne. Ich habe das Gefühl, er versucht zu erraten, was du sagen willst. Ja, tut mir leid, meine Autovervollständigung ist heute etwas forsch. Lass mich mal versuchen. eBay Sugar Wash Lenkrad. Oh, ich habe nur ein Ergebnis für deine Anfrage. Hm, ist das nicht interessant? Was? Wie hast du das? Ach, das Internet ist ja intuitiv. Danke, Mr. Alleswisser. Bitte sehr gern geschehen. Hi. Jetzt kommt mal wieder runter. Ich, bin auch eine Prinzessin wie ihr. Warte, was? Ja, Prinzessin Vanellope von Schwyz. Von den, Sugar Rush von Schwyzes. Ihr habt bestimmt schon von uns gehört. Es wäre echt peinlich für euch, wenn ich... Was für eine Art von Prinzessin bist du? Wieso? Hast du magisches Haar? Nein. Magische Hände? Nein. Oder kannst du mit Tieren reden? Nein. Wurdest du vergiftet? Nein. Verflucht? Nein. Entführt oder versklavt? Nein, geht's euch gut? Soll ich die Polizei rufen? Dann hast du dich auf einen Handel mit einer Seehexe eingelassen, bei dem sie dir die Stimme genommen hat, im Tausch für zwei Menschenbeine? Nein! Oh Gott, wer macht denn sowas? Spürtest du je der wahren Liebe Kuss? Ich gebrech wirklich. Hast du Probleme mit deinem Vater? Ich hab ja nicht meine Mutter. Wir auch nicht. Und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Glauben die Leute, dass all deine Probleme gelöst wurden, nur weil ein großer, starker Mann kam? Ja! Ist daran was auszusetzen? Sie ist eine Prinzessin! Dann wollen wir dich mal einstöpseln. Biffy? Oder Biffy? Sehen wir nach, was es ist? Hallo? Jemand da? Und wir sind online. Hey, warte auf mich! Wir sind im Internet! Heilige Scheiße, geht's hier ab! Das ist ja der Wahnsinn! Wow, so ein Riesenhaus! Google, da sollten wir mal nachsehen, was das ist! Weiterleitung zu eBay. Der nächste Artikel ist ein Gemälde auf schwarzem Samt von einem traurigen Kätzchen, das Einstiegs... 300! 305! 320! 325! Oh Mann, der spielt echt gut! Pass mal auf! 27 und 1! Verkauft! Ja! Ich brauche nur eine Kreditkartennummer. Was? Eine Kreditkartennummer? Sir, es kostet 27.000 und einen Dollar. Dollar? Wie Geld? Wir sind lauter durchgeknallte Freaks. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Ihr spielt alles verrückt. Wir müssen hier raus. Willkommen, Kleine. Was passiert hier? Das Internet bricht zusammen. Oh nein, ich raste komplett aus. Komm schon, Ralf! Mir reicht's jetzt! Was? Drecks Internet? Chaos im Netz. Hey, wo gehst du denn da hin? Pfannkuchen. Oh, wie cool. Lass mich mal. Pfannkuchen? Pfannkuchen, 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 Pfannkuchen. Hau rein, Hoppelieschen. Ralf, vielleicht fütterst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein, das Kätzchen kriegt den Milchshake. Das Häschen kriegt den Pfannkuchen.